Willkommen beim Modell des Sächsischen Landtags. Ja, das kriegt ihr bei jeder Führung im Landtag zu sehen. Das Ganze, das wurde gefertigt in den Holzwerkstätten Hellerau und hier sieht man auch gut den Übergang zwischen Alt- und Neubau. Übrigens, eine Führung ist eine tolle Möglichkeit, mal das Parlament kennenzulernen und da könnt ihr auch mal das Modell hier bestaunen. Also kommt vorbei. Wie entsteht eigentlich ein Gesetz? Diese und mehr Fragen, die beantworten euch jede Informationstafel im Bürgerfoyer des Sächsischen Landtags. Ihr könnt einfach reinspazieren zu den Öffnungszeiten, könnt euch das Ganze mal anschauen. Say cheese! Ja, herzlich willkommen am Fotospot des Sächsischen Landtags. Wenn man es mal nicht schafft, in den Plenarsaal reinzugehen, weil da zum Beispiel gerade eine Sitzung ist, kann man sich einfach hier hinsetzen, Fotos machen, ja, und dann verschicken oder hochladen. Ein verziertes Straußenei, ein Mantel aus Usbekistan oder ein paar Sammelteller. Ja, der Sächsische Landtag hat in den letzten Jahren einige Geschenke aus aller Welt erhalten und die kann man sich hier im Bürgerfoyer anschauen. Test, Test, 1, 2, 3. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Ich befinde mich nämlich gerade hier im Raum der Landespressekonferenz. Die ist ein Verein von Journalisten, der den Informationsaustausch zwischen Politik und Presse organisiert. Dafür ist hier alles vorbereitet. Licht ist am Start, Kameras schneiden alles mit und Mikrofone sind an. Und das alles im Landtag.